Welcome to the NXT tryouts. My name is Bill DeMott, and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance, so you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up, and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. So, und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, heute zu WWE 2K15. Genau gesagt werde ich den My Career Modus Let's Playen. Ach, das Interessante ist, der Widowmaker, das ist von Black Bone Star, ein CW. Ist mir gleich als erstes aufgefallen. Da müssen wir erstmal hier Bill DeMott auch beeindrucken. Wenn wir es ein paar Mal geschafft haben, kommen wir nach NXT. Come on, push yourself harder. Was eine richtig coole Crowd hat. Und wenn wir da gut genug sind, geht's hoffentlich noch Raw oder Smackdown. Ja, und das ist ja auch die Neuerung, was wir in WWE 2K50 haben, das Chain Wrestling. Kann man, wenn man will, auch deaktivieren. This is your dream? Work for it. Ich glaube, im My Career Modus geht es gar nicht. Ja, und den CW, also Wieland Streicher, habe ich ja importiert, den habe ich schon erstellt. Hey, break it up! I said break it up! Cut it out! Both of you! Get out of the ring and cool off, now! Wer weiß, vielleicht taucht der Widowmaker in NXT dann auch mal auf, wenn wir da sind. 2 Tage später. Look, I know things got a little crazy out there. But I want to let you know you looked impressive. So impressive that the WWE has decided to give you a contract. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Stellenangebot. Es ist mir eine große Ehre, dir die Position eines WWE-Superstars anbieten zu können. Melde dich beim COO Triple H, dem General Manager Vicky Guerrero und dem General Manager von NXT, William Regal. Du musst ihren Anweisungen immer Folge leisten, sonst bist du raus. Dieses Angebot berücksichtigt das geltende Arbeitsrecht. Erstellungsdatum 1.4.2015. Stellenbeschreibung WWE Superstar. Bezahlung 1250 Virtual Coins pro Woche. Jetzt kann man auch wirklich sagen, die Karriere von Wieland Streicher beginnt. Bei Day of Reckoning hat man ja so klein angefangen, aber in 2K15 ist er wirklich von unten nach oben, dass man sich hocharbeitet. William Regal, herzlichen Glückwunsch zu deinem WWE-Vertrag, Wieland. Aber das war der einfache Teil. Du musst ein paar Matches im Performance Center bestreiten. Das ist das geringste Problem. Würde mich aber gerne ein bisschen aufleveln. Aber ich glaube, ich habe eh noch keine Punkte. Also Virtual Coins. Sobald Bill DeMott dich für bereit erklärt, bekommst du deine Chance im NXT-Roster und kannst beweisen, was du drauf hast. Gewinne deine Matches, sammle TP und steigere deine Eigenschaften. Dann bist du im Handumdrehen im Hauptroster. Und ich möchte auf jeden Fall den Widowmaker noch ordentlich verprügeln. Ja. Das Wichtigste ist, kräftig zu werden. Dazu solltest du am besten deine Eigenschaften verbessern. Zuerst erfährst du, wie du eine Eigenschaft verbesserst. Wähle dazu bitte Eigenschaften. Eigenschaften machen deinen Superstar stärker. Bewege den linken Analogstick nach rechts, um deine Eigenschaft um 1 zu verbessern. Je mehr TP du hast, desto mehr kannst du eine Eigenschaft verbessern. Wähle nach dem Verbessern OK. Du kannst diesen Bereich erst verlassen, wenn du eine Eigenschaft verbessert hast. Okay, 2000 TP haben wir. Bisschen schon, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Naja, nicht ganz so wichtig gerade im Moment. Schlagreversal, ja. Kettenwrestling, ja. Sprungreversal. Ich glaube, den Rest lasse ich erstmal so. Oder ich tue den Rest in Stärke investieren. Vielleicht auf 70. So, ja, das schaut gut aus. Ja. Du hast deine ersten Eigenschaften verbessert. Je mehr Matches du gewinnst, desto mehr TP sammelst du. Ach ja, stimmt, Virtual Coins war ja für was anderes. In den weiteren Matches werden wir dir zeigen, wie man im Match am besten TP verdient. Du hast deinen Superstar verbessert und gelangst nun zu deinem nächsten Match, indem du nächster Event auswählst. Ich habe noch keine Followers. Genau, das war der Anfang. März 2015, vierte Woche. The easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak, pin him or submit him for the win. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen aufgelevelt. Da können wir schon ein bisschen mehr machen jetzt. Wenn wir genug TP haben, dann wenn wir wieder gescheit uns verbessern. Ah, da. Are you even listening to me? Yep. Nö. Gerade nur so. Ich weiß, Schläge, Griffe. Ich weiß. Außer er blockt. Ja, und da ist das Block ein bisschen anders als wie in 2K14. Da muss man kurz davor auf die Block-Taste drücken. Ja, aber der ist noch nicht stark geschwächt. Man sieht da unten links die Prozentanzeige. Sobald ich 100% habe, kann ich ein Signature ausführen. Und dann habe ich automatisch einen Finisher. Außer ich erreiche 150%, wenn ich kein Signature mache, dann ist automatisch ein Finisher. So, machen wir mal den fertig hier. Ja, ich muss auf jeden Fall sein... Ja, ich muss auf jeden Fall das Moveset ein bisschen überarbeiten. Vielleicht gebe ich ihm das Dean Ambrose Moveset. Ich weiß schon, was für Finisher er bekommt. Ja, und das Blaue, was sich langsam wieder aufbaut, ist mein Stamina. Da sollte ich jetzt ein bisschen aufpassen. Man verbraucht ziemlich schnell Stamina. Ja, und ich habe ja eigentlich schon Eintritt eingestellt, Moveset. Aber wenn man ja ein CW importiert, dann wird das zurückgesetzt. Und das Moveset und Entrance werde ich offscreen einstellen, weil das dauert schon eine Weile. Wobei eigentlich nicht so lang, weil ich ja ihm das Dean Ambrose Moveset gebe. Himmel ist der ander langsam. Ja, wenn ich jetzt halt mal rechtzeitig blocken würde. Was haben wir echt für ein Signature? Ah, okay, Backbreaker. Und was ist dann der Finisher? Ach ja, du kannst auch einen Charge-Finisher machen. What are you doing? Was ich natürlich jetzt auch machen werde. Ach, ein Alabama-Slam, oder? Ja. Und? 1, 2 und... Jawohl, 3. Es fängt sehr gut an. 4 Sterne. Wuhu. 129 Talentpunkte. Naja, okay. Ist in Ordnung. Aber ich werde mich noch nicht... verbessern da mit den Eigenschaften. Nee.